So, liebe Leute, herzlich willkommen mal wieder auf unserem Kanal mit den Werkzeug-News, unser altbewährtes Format in der zweiten Auflage mittlerweile, ne? Ja, richtig. Gute Laune? Ja, 100%. Ja, ich auch. Max sagte, bevor ich in Urlaub gehe, zwei Wochen, habe ich noch einen Wunsch. Ich möchte einmal noch mit dem Brockschmiede-Werkzeug-News drehen. Genau, einen ganzen Tag mit der Kamera stehen. Jo, was haben wir? Wir haben wieder so ein buntes Sammelsurium von 5 Werkzeugen. Handwerkzeug, Elektrowerkzeug. Und ihr habt uns in den letzten News zum Beispiel oftmals gefragt, ja Leute, kauft ihr das Werkzeug alles selber oder bekommt ihr das gestellt? So Pi mal Daumen kann man sagen, das meiste kaufen wir tatsächlich selber. Es gibt ein paar Testgeräte, die wir auch gestellt bekommen, aber es gibt auch Hersteller, die wollen mit uns nichts zu tun haben. Die zum Beispiel, da kaufen wir dann selber. Wir haben euch so ein paar Vera-Tools heute mal hier auf den Tisch gelegt. Zum Beispiel den Joker-Ratschenschlüsselsatz. Und ja, sag mal, Mausschlüssel, Ringschlüssel hast du ja in jeder Werkstatt, aber so die Endschuhe davon sind eigentlich Ratschenschlüssel. Ja. Und da gibt es verschiedene. Es gibt natürlich verschiedenste Ratschenschlüssel. Wir haben auch eine ganze Reihe an billigen schon gekauft, um euch die demnächst noch was zu zeigen, ja, wenn mal Zeit ist und schönes Wetter. Ja, du hast im Prinzip hier die Ratschenschlüssel mit der Umschaltfunktion. Wir haben die auch hinter uns an der Keilleistenwand. Richtig. Hier nehme ich mal einen 17er. So, hier kann ich eben die Drehrichtung umschalten, ja, wie bei einer Knarre. Ja, ganz normal. Ne? Wie man das gewohnt ist. Aber man ist doch das Detail, ne? Man ist ja eigentlich auch wieder ein bisschen verspielt, seitens Vera, ne? Was mit dem Umschalthebel. Ja, ja, die haben bei Vera immer so quasi diesen stilisierten Schraubenziehergriff. Ne? Ja. Das ist ja so deren Designphilosophie. Finde ich auch gut, dass sich ein Hersteller Gedanken macht um Industriedesign, Werkzeugdesign. Das ist ja auch das, was Leute so ein bisschen emotional dann anspricht, was du einfach cool findest. Ja, ne? klar. Und das findet sich auf den Dingern hier immer wieder. Ja, hier hast du eine Umschaltung, wie man das so kennt, wie bei einer richtigen Knarre. Ja. Und hier müsstest du den Schlüssel eben einfach anders ansetzen, um die Drehrichtung zu ändern. Genau, preislich sind wir da natürlich in der Liga. Das geht schon so in die Richtung Weihnachtsgeschenk. Ja, ja, auf jeden Fall. Denn für die Umschaltversion legen wir hier so, wie viel? Um 300 Euro. Für den 11-teiligen Satz. Der ist, glaube ich, so derzeit so um die 170 Euro. Ja. Ich hatte den auch schon mal für 150 gesehen. Bei Amazon, links wie immer unten in der Beschreibung, müsst ihr selber mal gucken. Schön ist, wenn man beide hat. Ich habe nämlich diesen Satz habe ich noch mal in meinem Werkzeugkoffer, den ich immer irgendwo mit hinnehmen kann. Ja, und die haben wir hier in der Schublade, ja, und im Werkzeugwagen. Ja, die haben wir hier an der Werkzeugwand. Ne? Was bei Vera immer schön ist, dass die Burschen sich hier auch Gedanken um die Details machen, um die Verpackung. Ja. Das ist zum Beispiel eine Sache, das ist ja im Prinzip nur Shishi, ne? Das ist nur Design-Optik. Ja. Aber so Leute wie wir haben da schon wieder Spaß. Ja, klar. Auch wenn das Ding wahrscheinlich 3,50 Euro gekostet hat. Aber ne, warum nicht? Ganz oder gar nicht, ne? Also, genau, das Problem, was wir nun hier gesehen haben, ist, wenn die geliefert werden, dann sind die Schlüssel so montiert. Und dann hast du hier diese Umschaltfunktion und die verhakt sich immer hier. Das ist immer nervig. Aber Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wir stecken die einfach umgekehrt rein und damit läuft das dann so weit. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Natürlich auch immer hier diese Farbkodierung, das ist auch ganz üblich bei Vera. Ganz ehrlich, ich habe am Anfang gedacht, wozu? Weil ich brauche einen 13er Schlüssel, ich brauche einen 17er Schlüssel, ob der jetzt rot oder interessiert mich nicht. Und dann habe ich jetzt bei der Arbeit am Moped gemerkt, dass es doch sehr schön ist. Denn, da kommen wir ja zum nächsten. Zum nächsten jetzt hier. Das ist hier der Zyklop, der Knarrensatz, ein 1/4 Zoll und ein 1/2 Zoll als Set. So, jetzt hast du zum Beispiel am Moped einen 10er Schlüssel und brauchst jetzt davon noch die Nuss. Ja. Und da gehst du jetzt hin, okay, 10er ist gelb, da ist gelb, greife ich einfach rein. Bedingung ist allerdings, dass die so drin sind, dass man die Farben auch oben sieht. Ja, geliefert werden die so. Und geliefert werden die so. Das ist wieder so ein bisschen, wo ich dachte, warum jetzt so? Aber gut, am besten kippst alles aus, dann ist alles auf dem Haufen. Und ein Knarrensatz gehört ja im Prinzip auch in jeden guten Haushalt. Ja. Und in manchen Haushalten gehört auch ein guter Knarrensatz. Ich würde sagen, das passt soweit. Ja. Das sind diese Zyklop-Knarrensätze und die Knarren sind, ich werde es mal klein zeigen,
Eigentlich auch ganz pfiffig gemacht. Du hast nämlich hier die Funktion. Du hast so einfach eine Knarre, so wie man das jetzt kennt. Ich mache jetzt hier mal einen Zehner drauf. Ich kann jetzt aber auch die Knarre noch so anwinkeln. Oder ich kann auch so machen. Und jetzt ist eben im Prinzip wie ein Schraubendreher. Und ich habe so ein bisschen jetzt auch noch Schwungmasse. Das heißt, wenn die Mutter jetzt lose ist und ich möchte die draufdrehen, dann kann ich es wirklich auch so relativ schnell, bis die Schraube oder die Mutter dann anzieht. Mhm. Und dann kann ich wieder als Knarre arbeiten. Ja. Schöne Sache. Und dazu auch so Verlängerung noch, ne? Mit dabei. Genau, Verlängerung, so den Standard. Ich habe auch hier noch einen Bithalter. Genau. Und ich habe noch diese Sechskant-Einsätze. Die kann ich auch noch einen Akkuschrauber verwenden. Natürlich mit dem Adapter hier auf Viertel Zoll, auf Sechskant, auch mit der Knarre. Und ich habe ein Handstück auch noch, auch hier mit dem Bithalter. Ist allerdings keine Knarre. Ne? Nein, ist wirklich nur dann quasi ein Schraubenzieher. Was ich schön finde, man hat ein Hartschaum-Inlay, das ist Wasserstrahl geschnitten sowas. Und die sind eigentlich auch im Langzeitgebrauch sehr robust. Und das Ganze auch hier schön im Metallkoffer, macht schön was her. Ja. Gut, ist jetzt schon ein bisschen verkratzt. Wir haben es auch schon fleißig genommen. Ich habe schon Mopeds geschraubt, du hast schon am T1 rumgeschraubt. T1, genau, richtig. Ja. Eines unserer Lieblingswerkzeuge. Ne? Auf jeden Fall. Und aus der Serie auch nochmal diese Torx und Innensechskant. Man sagt landläufig Inbus, ja, aber das heißt ja Innensechskant. Inbus ist ja ein eigener Markenname. Auch hier wieder dieses Farbkodierungssystem und diesen Werkzeughalter. Was du bei den Innensechskant noch hast, die haben eine Haltefunktion. Du hast hier so eine Kugel, das heißt, wenn du eine Innensechskantschraube hast, dann wird die gehalten und du kannst eben auch so ein bisschen abwinkeln. Das ist ganz praktisch. Habe ich auch mehrere von. Quasi auch in jede Werkzeugkiste. Gehört in jede Werkzeugkiste und liegen so um die 30 Euro. So, Thema Handwerkzeug. Mal beiseite geschoben. Jetzt haben wir noch zwei Sachen für die Freunde der akkubetriebenen Werkzeuge, nämlich Bohrhämmer. Und wir hatten euch in den letzten Werkzeug-News schon mal den Kollegen von Milwaukee gezeigt, im Vergleich mit dem kleinen Bosch in 18 Volt, mit erstaunlichen Ergebnissen. Auf jeden Fall. Das hat uns doch so ein bisschen sehr, sehr überrascht. Also wir hatten so eine Vorahnung. So, und dann habe ich mir neulich überlegt, kaufst du nochmal ein 18 Volt Ryobi? Weil es gibt ja unter euch auch viele Ryobi-Fans und das ist ja eine Marke, die gehört zum TTI-Konzern, also Milwaukee, dann darunter AEG, bei uns nicht ganz so verbreitet und dann als Einsteigersegment Ryobi. Und ich höre immer von vielen, auch bei den Akkuschraubern, was Ryobi für tolle Geräte hat und Preis-Leistung schlägt alles. Ja, genau. War auch so dein Eindruck so ein bisschen, ne? Ja, und es ist halt auch reizvoll für Leute, weil es halt ein Riesensystem ist, ne? Du hast halt echt voll viel Werkzeug dafür. Ryobi hat ein cleveres Marketing, finde ich. Weil Ryobi schreibt immer hier OnePlus drauf und werden wirklich sehr anschaulich. Was ein Akku für alle möglichen Maschinen und die haben auch das Thema Gartengeräte. Ja. Was wirklich gerade für den Hobby- oder Heimanwender sinnvoll ist, weil er hat oftmals einen Garten, er braucht eine Heckenschere, braucht mal einen Bohrhammer. Dann sagt er sich, kaufst du mal von dem. Ne? Während du jetzt zum Beispiel bei einem blauen Bosch Professional, da hast du eigentlich keine Gartengeräte in dem Maße. Makita wiederum, die haben das. Ja, und wir haben uns jetzt das Gerät einfach mal besorgt. Wir haben bezahlt, glaube ich, um die 200 Euro. Für ein Set, ne? Mit einem Akku und ein sehr einfaches Ladegerät, mit einem externen Netzgerät, also nichts Dolles. Aber ja, funktioniert. Sporttasche, ne? Genau, schöne Sporttasche. Kannst du also noch mit ins Fitnessstudio nehmen. Und wir haben uns das Gerät mal jetzt hier ein bisschen angeschaut. Ja. Es ist ein Gerät, was so typisch Ryobi-mäßig aussieht. Ja. Ja, das Design muss man mögen. Von der Farbe, allein von der Farbe finde ich das schon cool. Ja. Nur die Farbe gesprochen. Ja. Also ist auf jeden Fall Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen. Ne? Ja. Dann hast du hier einen Hammerstopp oder einen Schlagstopp. Du hast aber auch einen Drehstopp für leichte Meißelarbeiten. Das ist eigentlich relativ. Schon pfiffig. Ja, in der Preisklasse, in der Leistungsklasse. Das fängt bei dem Bosch eher bei dem größeren an. Ja. Bei dem zweitkleinsten. Der Makita hier hat auch keinen Drehstopp. Nein.
sagen die aber auch oft so nach dem Motto, wenn du einen kleinen Bohrhammer hast, ja, dann hast du ja noch nicht so einen Punch, damit du auch wirklich da Meißelarbeiten mitmachen kannst. Ne? Weil zum Beispiel der kleinere Bosch, ja, hat dann glaube ich schon 1,9 Joule, der dann einen Drehstoff hat. Dieser hat wie viel Joule? 1,3. 1,3 Joule. Ja, also weiß nicht, ob das zum Meißeln so clever ist, aber ja gut, wenn man es hat, ist vielleicht für den Heimanwender auch wirklich wichtig, dass er dann sagt, okay, damit kannst du nochmal schließen, spiegeln. Also ich habe ja mit dem Gerät mal kurz gearbeitet, ja, und da kommen wir halt zu dem Gerät hier von Makita, was wir uns gekauft haben. Wir haben jetzt hier einen 5 Amperestunden Akku, hier haben wir einen 2,5 Amperestunden Akku, weil der im Lieferumfang war. Ja. Interessanterweise, der Makita kostet solo rund 100 Euro. Ja. Also ich fand es echt günstig. Link unten wie immer in der Beschreibung. Und was sehe ich jetzt auf den ersten Blick? Hier ist wirklich so ein Antivibrationssystem drin, ja, weil du hast diesen ganzen Triebkopf hier, wo das Schlagwerk drin ist. Der ist wirklich komplett gelagert. Der federt auch beim Arbeiten. Ne? Der federt richtig hier. Gut, hier tritt so etwas Fett aus, das müsste man mal langzeitmäßig beobachten. Und der Ryobi hat einen konventionellen Antrieb, der Makita hat einen Brushless-Antrieb. Und natürlich wollten wir wissen, was bringt das Gerät denn? Da waren wir von dem Ryobi nicht so begeistert, weil erstmal leistungsmäßig relativ schwach auf der Brust. Wir haben 8 mm SDS im Beton. Aber was mir aufgefallen ist, ich hätte jetzt am Anfang gedacht, das ist vielleicht auch so ein Vibrationsdämpfer. Das macht doch den Eindruck. Aber, also wenn überhaupt, ist das hier Optik. Ich glaube, der hat hier eine starre Verbindung und das ist hier so Optik. Aber selbst wenn es nicht nur Optik ist, also im Endeffekt, im Resultat, ist das Ding ein echter Handgelenkklopper. Also, ja, du kriegst so viel. Also ich hatte wirklich nach... nach einem Loch hast du schon keinen Bock mehr. Ne, also nach einem Loch hatte ich hier wirklich, nach einmal 8 mm Beton, hatte ich wirklich schon, merkte ich das in der Hand. War nicht angenehm, war auch jetzt bei dem Milwaukee oder bei dem Bosch von der letzten News überhaupt kein Thema. Nee, gar nicht. Und dann haben wir den genommen und siehe da, das Ding hat richtig Qualm im Socken. Auf jeden Fall. Also wirklich. Und vibrationstechnisch völlig unproblematisch. Ne? Für das Geld alle Achtung. Dafür würdest du empfehlen, deinem Kumpel? Nee. Nee. Okay. Also, und du hast es, klar, du kannst die Maschine einmal so fühlen mit einer Hand, ist natürlich auch ganz geil, so viel über Kopf arbeiten vom Design her, oder halt so. Aber das Problem war, ich glaube, man neigt schon dazu, die Maschine auch so zu halten. Bloß hier ist ja noch der konventionelle Motor drin und es wird halt extrem warm. Ich glaube, ist halt nicht ganz so schlau, wenn du jetzt immer beim Bohren das auch noch zuhältst. Ja, das ist echt eine Sache, ne? Wir haben damit gebohrt vor einer halben Stunde. Ja, aber wie gesagt, ne? Der ist immer noch ein bisschen warm. Dieser war nach dem Bohren direkt gar nicht warm. Guck mal, der bleibt aber auch nicht stehen. Das ist ja auch, das haben wir letztes Mal ja auch schon gesagt. Ja. Das finde ich halt irgendwie. Ist das denn der? Ja, der bleibt ein bisschen stehen, weil er hier eine Kante hat. Genau. Natürlich wirst du, denke ich, schon mal hier mit 100 Löchern bohren können. Ja, bohren wir mit Betonsturz rein. Ja. Aber das ist immer die Sache. Du musst einen Vergleich haben, ne? Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sagen, ey, cool, habe ich vielleicht ein Angebot für 150 Euro gekriegt mit Akku, richtiges Schnäppchen, super happy. Und du redest dir die Entscheidung dann selber schön. Ja, okay. Oder hast keinen Vergleich. Dieser ist angegeben in 17 mm in Beton. Das heißt, der ist noch stärker als der Milwaukee. Aber wenn jetzt zum Beispiel Dosen, was weiß ich, wenn jetzt irgendwas... Ja, eine Abzweigdose und Kabelkanäle. Abzweigdosen oder sowas oder Kabelkanäle von nur 6 oder vielleicht mal 8 mm. Genau, das sind mehr so die Größe. Dann ist dieser schon wieder ein bisschen oversized. Ne? Und der Milwaukee mit dem kleinen Akku ist ja mega. Ne? Guckt unten in die Beschreibung für weitere Infos und sagt uns eure Meinung. Und Obacht, ne? Weil von der Einzelschlagenergie ist dieses Gerät angegeben mit 1,3. Und das mit 1,2. Und das ist mit 1,2 angegeben. Aber reine Papierwerte, ne? Also das sind Papierwerte, letztendlich seht ihr immer wieder, seht ihr, was unterm Strich rauskommt. Ja.
Und da unterscheiden sich die Geräte doch deutlich. Ne? Denke ich mal, Werkzeug-News Nummer 2. Hoffe, hat euch mal wieder gefallen. Und wie immer, wenn ihr ein paar interessante Neuheiten kennt oder gesehen habt oder selber was empfehlen könnt, schreibt es unter das Video. Und dann gucken wir mal und kaufen das vielleicht wieder und stellen euch das dann mal vor. Genau. Ne? In diesem Sinne, tschüss und bis dann.